Hallo, ich bin der Matze vom Music Store und ich möchte euch heute das Behringer Flow 8 vorstellen. Der erste kleine Digitalmixer, der per Bluetooth steuerbar ist und verschiedene Einsatzgebiete hat, wie zum Beispiel Singer-Duos, Songwriter, Home-Recording, in kleinen Bars, in Cafés, zu Hause, im kleinen Studio, für Podcast etc. Vielleicht wart ihr selber schon mal in der Situation, habt einen normalen WLAN-Mixer oder sonstiges und seid auf einer Bühne mit einem weiteren Protagonisten und seid dort am Spielen und auf einmal habt ihr ein Feedback und kommt hier nicht weiter. Das Behringer Flow 8 hat jetzt Fader eingebaut, die ebenfalls über die App steuerbar sind, sowohl als auch am Gerät. Somit könnt ihr sofort in eine Feedback-Situation eingreifen, indem ihr das einfach macht. Ja, das ist ein großer Vorteil. Das Behringer Flow 8 bietet die Möglichkeit, insgesamt 4 XLR-Anschlüsse anzuschließen. Die ersten 2 sind mit Midas Preamps ausgestattet, sodass ihr das Mikrofon hier anschließen könnt und dann entsprechend Effekte beimischen könnt. Das Gerät hat 2 FX-Wege. Ihr könnt also 2 Effekte gleichzeitig verwenden, wie zum Beispiel ein Ping-Pong-Delay oder ein Flanger. Ich darf euch das mal kurz zeigen. Wir nehmen den Flanger im FX-Weg 1. Jetzt haben wir einen Flanger-Effekt auf dem ganzen Signal. Dann nehmen wir den Effekt-Weg 2 hinzu. Hier tun wir mal ein Delay hinzufügen. Mit einem bisschen höheren Feedback, das nun ganz einfach hinzukommt. Und das Ganze würde sich dann so anhören. One morning in June, it was 20 years ago, I was born as a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I have none. Das zum Beispiel ist das Ping-Pong-Delay mit dem Flanger-Effekt gewesen. Die Effekte lassen sich natürlich einwandfrei einstellen in der App. Dazu hat Behringer die App Flow zur Verfügung gestellt. Alle Funktionen, die ihr an dem Gerät einstellen könnt, über Submenüs, hier über diesen Jog-Dial zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf das Menü klicke, dann kann man das auch alles hier am Gerät einstellen. Einfacher ist es jedoch über die App. Das Gerät hat 60 mm Fader, die sind aber nicht wie bei vielen anderen Digitalmischpulten per Motor bedienbar, sondern müssen per Hand bedient werden. Allerdings überträgt sich die Einstellung des Faders sofort in der App natürlich und man kann da auch eingreifen. Jeder Kanal hat ein Vierband-EQ, den ihr auch über die App einstellen könnt. Am Master-Out habt ihr dann sogar einen 9-Band-EQ, den ihr dann verwenden könnt, um der PA anständig einzumessen. Das Gerät besitzt einen Bluetooth Return. Wenn ihr eine Pause macht und ihr habt es im Einsatz, zum Beispiel bei einem Gig, dann könnt ihr hier eure Handymusik abspielen und habt damit weiterhin eine akustische Darbietung am Laufen, damit es dem Publikum nicht langweilig wird. Ebenfalls hat das Gerät 2 Monitor-Outs, ein Monitor 1 und Monitor 2. Ihr könnt diese ebenfalls ein-EQen, sodass zum Beispiel Feedback-Geräusche minimiert werden können oder sonstiges. Das Behringer Flow 8 kommt mit einem Netzteil. Ebenfalls ist es optional möglich, euch eine Stativhalterung dafür zu kaufen, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Damit könnt ihr direkt loslegen. Ihr braucht nur euer iPad oder euer Android-Device oder eure iPhone oder euren Computer mit dem Gerät verbinden und könnt sofort loslegen. Das Flow 8 hat EZ-Gain-Funktion. Das bedeutet, wenn ihr Geräte wie zum Beispiel euer Keyboard oder sonstiges in die Mikrofon-Kombibuchsen einsteckt, dann geht das Gerät hin und misst den Gain automatisch selbst ein. Ihr müsst hier auch nichts mehr weitermachen, das macht das Gerät von selber. Ebenfalls könnt ihr diese ganzen Geschichten dann abspeichern in eurer Session, in der App. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einen Gig macht, könnt ihr das Gerät wieder nehmen und ruft die alte Session auf und alles ist wieder bei den alten Einstellungen. Das Flow 8 besitzt ebenfalls die Möglichkeit, Instrumente direkt anzuschließen. Es gibt hierfür sogar Presets in der App, dass ihr sagen könnt, ich möchte jetzt eine Gitarre anschließen oder ein Bass oder ein Keyboard.
die automatische Einmessfunktion der Kanäle hierfür macht es dann möglich, dass ihr da gar nicht so viel einstellen müsst, außer vielleicht die Lautstärke des Kanals. Das könnt ihr über den Fader machen, das könnt ihr in der App machen, wie ihr wollt. Meistens ist das Pult ja da, wo die Kabel enden und ihr habt dann unter Umständen ein Handy in der Hand oder meist in der Nähe liegen, wo man dann mal eben das vom Stuhl aus auch machen kann und nicht durch den ganzen Proberaum laufen muss, ohne den anderen im Raum zu verletzen, weil die sind ja meist nicht so groß, wie ihr jetzt hört. Habt ihr hier auch die Möglichkeit, der Gitarre natürlich ganz normal Effekte beizuordnen. Das Mischpult hat die Funktion, dass ihr über Bluetooth Sachen auch abspielen könnt. Zum Beispiel könnt ihr Songs in der Pause abspielen, wie ich das bereits erwähnte. Hierzu müsst ihr nur euer Gerät mit dem Mischpult koppeln. Das hat eine Funktion hier, die kann ich euch gleich mal näher zeigen. Und dann könnt ihr über, egal, zum Beispiel über den Poti oder wieder über die App die Musik anheben. Oder auch über euer Telefon, wenn es dann verbunden ist. So könnt ihr Musik abspielen. Und dafür sorgen, dass die Stille beseitigt wird. Das Ganze sähe dann so aus. Ich kann euch das mal gerade zeigen. Ich habe das Gerät schon gekoppelt. Hier hört ihr jetzt Musik. Und hier ist dann möglich, über dieses Poti zum Beispiel die Lautstärke dessen zu erhöhen. Sowohl als auch über die Software. Ne? Hier dürfte es jetzt lauter werden und dann mache ich es wieder leiser. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist das Behringer Flow 8 gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht könnt ihr das Gerät bei euch irgendwo gebrauchen und einsetzen. Wir sehen uns demnächst bei uns im Music Store.